abgelegt. Ach, ja, töte ihn, ne? Vielleicht habe ich es hierhin getan. Gewisse Feuerresistenz. Mal sehen, wie ich rauskomme. Oh, sie ist schon raus. Sie ist schon raus. Das macht es natürlich einfacher. Zerstörung verbessert auf 3. Das ist ein Gift, das auch. Tagebuch von ihm. Ja, das hilft. Gold. Der großen Schießkunst. Aha, aha. Zwergenstreiter. Brauche ich nicht so zwingend. Da können wir noch das Adeptenschloss aufschließen. Holla. Eine Sekunde. Ah, Erkältungen sind doof. Vor allem, wenn das keine richtigen Erkältungen sind, sondern man dann immer nur hin und wieder niesen muss. Das ist dann immer ärgerlich. Nichts und verlangsamt dich nicht, wenn sie getragen wird. Moment. Okay. Keine weiteren Rüstungswerte. Was haben wir eigentlich hier? Moment. Wahrscheinlich Angriff mit Bögen. Das ist doch nicht schlecht. Dann fehlt mir nur noch die Dolchfähigkeit und dann ist alles gut. Sils Assistent. Stab des Zombies noch einmal. Merkwürdig. Und noch mehr Türen zum Aufschließen. Das bedeutet, ich könnte eventuell mein Schlossknacken-Level noch einmal erhöhen. So viel Platz weg, den kann man auch machen. Alter Schwede, der Kerl hat ganz schön viele Leute eingesperrt und getötet. Ich meine, hauptsächlich Banditen, die mir jetzt grundsätzlich nicht so viel bringen, aber darum geht es ja jetzt eigentlich nicht.
auch nichts zu holen. Ah. Moment. Schlüssel. Raus damit. Gut. Gehen wir mal ein wenig weiter. Zwei Tränke, Dolch und verbrannte Bücher, die kein Schwein braucht. Oh. Oh, okay, das führt anscheinend wieder in denselben Raum zurück, so wie die Karte das. Oder ich bin gezwungen, euch anzugreifen. Ich will das nicht tun. Es tut mir leid. Das will ich nicht. Hä? Wenn ich den angegriffen hätte mit dem Schleichangriff, dreifachen Schaden verursacht hätte, dann... Wo bin ich denn jetzt hier? Achso, das ist der Weg. Zu der anderen Höhle wieder. Komisch, hatte ich das... Hatte ich die Truhe da aufgesammelt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Obwohl, es ist ja auf einer... Ist auf einer anderen Ebene. Hm. Kann gut sein, dass ich da aufgesammelt hatte. So, da geht's nach Himmelsrand. Ah, also muss ich doch nochmal in die andere Richtung. Normalerweise sind ja immer die kurzen Wege verschlossen. Hallo, mein Freund. Oh, dreifacher Schaden und trotzdem ist er nicht gestorben. Nicht so unbedingt zwangsläufig. Guck mal, da ist ein Hebel. Komme ich dann raus und bin dann wo? Ah. Hä? Wieso habe ich die Tür übersehen? Ah, guck mal nochmal an. Das ist der Raum, den ich gerade eben gesehen habe. Hm. Bloß Verbindungswege. Ach so, so wäre ich dann natürlich auch nach unten gekommen, ohne in die Grube fallen zu müssen. Aber ich vermute mal, dass so der Text lustiger war. Oh. Oh. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir hier oben noch einen Weg haben. Darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Ich habe keine Das war wahrscheinlich gerade der passende Bandit dazu. Den Geist. Tja. Könnte sein, dass das hier verschlossen war und sich geöffnet hat. Ja, ja, definitiv. Ist das sehr sicher, wird es diese Nummer gewesen sein. Hm.
Moment, ich habe den Hebel da bewegt. Ja, doch, es war da drüben auf der anderen Seite. Ganz klar. Okay. Aktueller Standort, okay. Das ist strange. Ah. Oh, das war der Hebel. Oh, okay. Hier bin ich ja hochgekommen, also... Nichts Spannendes, der Hebel hat einfach nur das Tor wieder geschlossen, was ich vorher geöffnet hatte. Hm. So viel zu dem Auftrag von den Gefährten. War ja jetzt nicht so kompliziert. Der Magier war recht einfach zu besiegen. Nach so einem Tor hätte ich da eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Hm. Gut, aber es ist was Neues, immer von versklavten Geistern angegriffen zu werden. Das ist wirklich ein wenig außergewöhnlich. Aber hey. Auch ganz witzig. Irgendwann hau ich den einfach um. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Ein weiterer gut erledigter Auftrag. Ihr habt euch eure Bezahlung und meinen Dank redlich verdient. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. So, Skjor. Der neueste Rekord, richtig? Moment, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Wenn der Zirkel für euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Mhm. Ich kann dir auch auf die Nase hauen, das hilft dir bestimmt. Auch nicht weiter. Das ist der Falsche, mit dem muss ich nicht reden. Ist das? Nee, das ist auch nicht Skjor. Meint ihr, ich könnte ein Mitglied des Zirkels werden? Eines Tages, wenn ich hart dafür arbeite? Ups, das war ein bisschen viel zur Seite. Sorgt euch nicht um diese Dinge. Konzentriert euch ganz auf eure Ehre. Bringt den Gefährten Ruhm und dieser Ruhm wird zu euch zurückkehren. Ich wollte nur sicherstellen, dass ich mich hocharbeite. Ihr seid hier nicht beim Militär, Sohn. Es gibt keine Ränge. Aber hat nicht der Zirkel das Sagen und seid ihr nicht sein Anführer? Ich führe die Gefährten. Jetzt. Zirkel berät mich. Doch wir sind alle gekriegt. So, sammle ich noch ein paar Bücher ein. Ich meine, schaden kann's nie. Guck mal, finde das Schwert des Roten Adlers. Auch eine hübsche Mission. Ja. Gut. Das ist, glaube ich, Skjors Zimmer. Mal ein bisschen aufräumen. Oh, der hatte nur 9 Gold in der Truhe. Das ist natürlich ein bisschen armselig. Vor allem, da er nichts anderes drin hatte. Hab ich hier was übersehen? Oh ja. Hm.
es ist knapper hierbei. Aha. Das doch. Mission im Bogenschießen. Schießkunst verbessert auf 66. Ein Elfenbogen. Schönerweise brauche ich den nicht mehr. Die Eiszähne sind natürlich... Oder Eisgeistzähne sind wichtig für uns eine Mission. Und ich meine, ich hätte sogar noch welche... auf Vorrat bei mir in der Truhe. Von daher müsste die Mission fast schon abgeschlossen sein. Theoretisch. Eines Tages werdet ihr es richtig machen. Jetzt müsst ihr aber erst einmal weiter üben. Schluss mit dem Training. Ich will endlich gegen etwas kämpfen. Keine Kämpfe. Nicht bevor Skior es sagt. Üben jetzt. Witzig. Das sagt sich für euch so einfach. Ihr dürft ja kämpfen. Doch vor dem Kampf muss man üben. Da hat er allerdings recht. Ist das Skior? Nee. Skior sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Who cares, wer was hat? Hexenrahmenfedern, auch nicht gerade häufig. Glockenboom, schon wieder. Finde ich in letzter Zeit recht viele von, obwohl die eigentlich eher selten sind. Könnte daran liegen, dass ich doch mehr rumkomme. Au! Eisgeist-Szene, schön. Das ist natürlich sehr schön. Also hier wird er bestimmt nicht sein. Allerdings. Warum sollte ich denn... Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt rein... lassen hat. Wenn der Zirkel vor euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Ja, nichts Interessantes dabei. Das heißt aber nicht, dass sie mir gehört. Jetzt ist die Frage, wo Skior ist, dass ich den fragen kann. Da. Da seid ihr. In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen Respekt und Stiefelleckerei, Jungblut. Aber mir gefällt eure Einstellung. Dies soll eure Prüfung sein. Wenn ihr euch gut schlagt, dürft ihr euch zu den Gefährten zählen. Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht. Und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Falkas.
Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Kommt zu mir, wenn ihr... Seid ihr bereit für die Jagd heute Abend? Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wegner. Und ich kann sie mir merken. Es ist nichts falsch daran, was wir machen. Hey. Ihr wisst, dass das dem Alten nicht gefällt. Wir sollten einfach darauf achten, dass es nicht zu offen ist. Was führt euch zu mir? Eieiei. Seid ihr auf euren Reisen irgendeiner seltsamen Kreatur begegnet? Die haben ja schon ordentliche Waffen. Ein Zwergenzwein, Elfenwaffen. Zwergenwaffen auch. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Iskramor war der Held, der die Gefährten gründete. Wutrat war seine Waffe. Er kam aus der alten Heimat und tötete alle Elfen. Oder vielleicht auch nicht alle, da es ja immer noch einige gibt. Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Bruder nennen. Ein kluger Mann hat uns von einem Klingenstück erzählt. Skjor glaubt, ihr sollt es finden. Und ich soll auf euch aufpassen. Okay. Trödelt nicht, Schildbruder. Staubmanns Grab. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich habe Gerüchte über euch und Skjor gehört. Und wenn ihr weiter Ohren haben wollt, solltet ihr so tun, als sei dem nicht so gewesen. Ist das nicht erlaubt? Es ist nicht wirklich verboten, aber trotzdem stimmt es nicht. So viel dazu. Was denn jetzt? Gott, oh Gott, dass sie immer hier was zu erzählen haben. Ich habe hier gerade alle Hände voll zu tun. Ich bin doch nicht auf den Keks. Du kamst mir entgegen und nicht ich dir. Unglaublich, der Kerl. Na gut. Ich mach mal eine kleine Pause und gehe dann danach zum Windmanns Grab. Ich müsste eventuell... Oh, es geht noch. Meine Taschen leeren. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.